Hallo zusammen, ich bin der Johannes und ich bin heute an der wunderschönen Bleilochtalsperre. Hier kann man nicht nur ganz viele Freizeitaktivitäten neben dem Wasser machen, sondern wir können auch ganz viel Sport auf dem Wasser machen und reisen. Und das zeige ich euch heute mal. Starten werden wir den Tag auf dem Boot, aber nicht auf dem Kahn hier, auf dem ich stehe, sondern wir machen einen kleinen Segeltörn. So, wir sind jetzt am SEZ Kloster und ich habe Unterstützung vom Klaus bekommen. Grüß dich, Klaus. Wir werden heute auf dem Segelkutter Kurt Hahn segeln. Klaus, erzähl uns mal, wer war Kurt Hahn? Kurt Hahn war der Begründer der Erlebnispädagogik. Ah, interessant. Na dann, lass uns mal auftakeln, oder? Ja, gern. Was heißt denn eigentlich SEZ? Das SEZ heißt Sehsport- und Erlebnispädagogisches Zentrum. Wir machen hier mit Schulklassen sehr viele sportliche Aktivitäten, muss als Team agieren müssen. Und das gefällt mir natürlich sehr. Ich mag ja den Segelsport, weil er zum einen auch sehr anspruchsvoll sein kann und auch ein bisschen Adrenalin kommt da bei mir auch auf. Das liegt mir natürlich als Leistungssportler, aber zum anderen auch, weil ich wunderbar dabei entspannen kann. Ne? Ja. Ja, grüß dich. Mensch, was machst denn du hier? Ach du, ich habe schon in einem anderen Film mitgespielt und mir hat das so gut gefallen, deswegen bin ich eine Nacht länger hier geblieben. Hast du Bock, eine Runde zu segeln? Nö, weil ich war jetzt die ganze Zeit mit Mariama unterwegs und ehrlich gesagt würde ich jetzt gerne hier noch ein bisschen chillen, ein bisschen liegen. Und da hätte ich einen Vorschlag. Ja? Das Gleiche kannst du auch mit diesem Boot von hier aus machen. Ich wusste ja gar nicht, dass du das in deiner Freizeit gerne machst. Also große Schiffe ja, aber so kleine auch gut. Ja, ich mache das immer ganz gern mit meinem Sohnemann. Ja. Da kann der auch immer ein bisschen mitspielen und das macht uns beiden dann riesig Freude. Das ist ja richtig cool. Und was machst du da heute noch? Naja, ich werde nachher das Boot hier, das große Segelboot, wieder wegbringen. Und dann gehe ich rüber zum Campingplatz und fahre noch ein bisschen Kajak. Na dann wünsche ich dir viel Spaß. Das Ding kannst du mir hier lassen und ich würde sagen, kannst du ja auch gleich losmachen. Naja, dann wünsche ich dir auch viel Spaß. Nimm bitte das Kamerateam auch mit. Ich möchte meine Ruhe haben. Alles klar, komm mit. So, wir befinden uns jetzt hier am Campingplatz Linkmühle, direkt an der Hohen Wartetalsperre im Thüringer Schiefergebirge Obere Saale. An meiner Seite der Jan Fröhlich. Hallo. Du bist der Betreiber hier vom Campingplatz. Was gibt's alles über euren Campingplatz zu erzählen? Ja, also unser Campingplatz ist familiengeführt. Meine Frau und ich betreiben den und wir haben Stellplätze direkt am See. Ja, wir haben noch einen kleinen Bootsverleih bei uns noch mit am Platz, wo wir jetzt mal hingehen werden. Okay. So, bitte. Einmal richtig nur los. Und wenn du es dann entspannt haben willst, fährst am besten in die Richtung, Richtung Ziegenrück, bis zur Saale-Schleife. Da sind dann auch keine Motorboote mehr unterwegs. Alles klar. Immer dem Wasser nach. Immer dem Wasser nach. Viel Spaß. Ciao. Ja, das war ein richtig schöner Tag und ich hoffe, er hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich gönne mir jetzt jedenfalls mal ein alkoholfreies und ihr seid herzlich eingeladen, hier auch mal vorbeizukommen und vielleicht sehen wir uns ja dann. Also, bis bald! Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert einfach den Kanal vom Thüringer Wald und schaut euch die nächsten Videos an.